Ja, hallo, einen schönen guten Abend, alle draußen im Internet und auf YouTube. Wir sind hier auf der Altenburg in Bamberg, aber nicht im Innenhof, wie es eigentlich geplant war, sondern im sogenannten Palas. Das ist das Zentralgebäude und speziell das hier ist der Trauungssaal oder das Trauungszimmer. Und geplant war eigentlich, dass wir am Freitag, den 13., das wird auch das Datum sein, wo dieses Video zum ersten Mal veröffentlicht wird, Freitag, den 19., unten spielen ein Live-Konzert im Innenhof, aber natürlich wegen Corona ist alles abgesagt worden. Deswegen haben wir beschlossen, wir machen ein Ersatzkonzert für YouTube und dann ab Freitag, den 19. Juni 2020, kann dann jeder tagsüber oder noch besser am Abend bei einem gepflegten Bier auf dem Balkon sich das Ganze eben anschauen. Wir haben es geplant ohne Publikum, aber ihr seht, ein bisschen Publikum haben wir doch hier vorhanden. Zu denen werde ich gleich noch kommen. Ich darf uns auch kurz vorstellen, wir heißen Brand Old, wir kommen aus Bamberg und wir machen Folk-Rock-Songs aus den 60ern und 70ern. Und hier an der Percussion im Bild links, das ist der Wolfi Nitschke, der auch teilweise Zweitstimme macht. Dann unsere Zentralfigur, das ist die wunderbare Nina Schnapp. Sie macht Gitarre und die Hauptstimme. Und ich bin Waldi Bauer. Ich mache Gitarre und auch Zweitstimme. Normalerweise hätten wir auch immer ein Keyboard dabei. Aber es geht ja heute nicht über die volle Distanz von 3 Stunden, sondern vielleicht so 1/4 Stunde insgesamt. Und da haben wir gesagt, auch von der Logistik her, vom Aufwand, auch von der Technik, wäre es mit dem Keyboard einfach zu viel. Haben entsprechend dann auch die Songs darauf zugeschnitten. Ja, unser Publikum, soweit man dann davon sprechen kann. Ich darf mal die einzelnen Leute hier vorstellen, burggemäß. Hier sitzend, das ist Prinz Klepper vom Planeten Laubanger. Dann haben wir vorne, das ist Knight Sir Castle Oliver. Dann haben wir hier auf der rechten Seite von euch aus gesehen, das ist Ritter Moto Morini von Wilden Zeug. Und wir haben dann noch den Sir Micha von die Bosch. Und außerdem, es gab ja früher einen Burgbären von 1952 bis 1982 hier auf der Altenburg. Der musste leider dann eingeschläfert werden. Aber wir haben einen adäquaten Ersatz. Das ist der Burgbär Poldo von Burgzwinger. Und auch der Dichter und Komponist E.T.H. Hoffmann war ja mit der Burg sehr eng verbunden. Deswegen ist hier Meister E.T.H. Hoffnung zu Bamberg. Ja, diese Herrschaften werden uns leider keinen echten Beifall spenden können. Deswegen habe ich schon vorbereitet mal einen Beifall zu Hause gemacht im Studio, bestehend aus 4 Topfdeckeln, 4 Messern, 4 Löffel, 1 Muskatnussreibe, 1 Hundenapf aus Blech, dann ein O-Ton von einem Grizzlybären und eine Dichterlesung, die ich ab und zu einblende, ein Gedicht von E.T.H. Hoffmann. Und damit ihr mal eine Ahnung habt, wie das Ganze klingen wird, machen wir jetzt mal vorab einen Applaus. So in etwa wird es nachher dann zwischen den Stücken kommen. Und wie gesagt, Erscheinungsdatum ist Freitag, der 19. Juni. Allerdings, wir haben das Ganze vorab gedreht. Heute ist der tatsächlich erst der 5. Juni, aber natürlich Schnitt und Bearbeitung und so weiter braucht ein bisschen Zeit. Ja, wir hoffen, dass es sich lohnt und wir wünschen euch jetzt viel Spaß bei diesem Geisterkonzert von Brand Old auf der Altenburg. Long, long time ago, I can still remember that music used to make me smile. And I knew if I had my chance, I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I deliver. Bad news on the doorstep, couldn't take one more step. I can't remember if
if I cried when I read about his widow bride. But something touched me deep inside the day. Jack, be nimble, Jack, be quick.
Well, I went down to the sacred store where I heard the music years before. But the man there said the music wouldn't play. In the streets, the children screamed, the lovers cried, and the poets dreamed. Not a word was spoken, the church bells are three men I admired most, the Father, Son, and the Holy Ghost. They called the last train for the coast the day the music died. So bye, bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Dankeschön. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ein Klassiker von Bob Dylan. Den Titel brauchen wir nicht groß ansagen. Das ist ein Stück, das kennt jeder. Must one man have before he can
vielen herzlichen Dank. Ja, ein weltbekanntes Duo, Simon und Garfunkel. Die bösen Bamberger sagen immer Simon und Garfunkel, aber das haben wir mal dahingestellt lassen. Viele bekannte Songs gibt es ja von denen. Und einer der bekanntesten, denke ich mal, ist aus dem Film Die Reifeprüfung, der Titelsong Mrs. Robinson. Sind wir die nicht geprobten Schlüsse bei den Songs. Immer wieder spannend. So, Peter, Paul and Mary.
Herzlichen Dank. So, wenn wir ganz zurück sind, dann hören wir die Glocke von der Burg. Sie schlägt jetzt 13. Oh Gott. Und ab und zu gibt es auch noch einen Sound von der Standuhr hinterm Wolfi. Ist nicht berechenbar. Ich versuche das Ganze dann einzufangen und entsprechend adäquat mit in das finale Video reinzuschneiden. Heute ist ich vorhin schon erschrocken, du sagst dir nicht. Sit flag in Band Rouge, waiting for the train. Feeling the air is faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way.
way into New Orleans. I pull my harpoon out of my dirty red bandana, splaying soft by Bobby saying the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that driver knew. Freedom's just another word for nothing left to lose. Ain't nothing on it, it ain't free. And feeling good, boss, is not all I need. Sang the blues. You know, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby McGee. Of my soul, through all kinds of weather, through everything we've done, your Bobby baby kept me from the cold. One tear up near Celine's lock, I let him slip away. Sind sich alle einig, die Nina ist eine fantastische Interpretin von Janis Joplin. Thank you.
do? Are you somewhere feeling lonely? Or is someone loving you? Tell me how to win your heart, for I haven't got a clue. But let me start by saying I love you. Vielen herzlichen Dank. So, das war jetzt gleich ruhig. Jetzt machen wir es ein bisschen flotter. Es gab einmal eine Gruppe in den 60er Jahren in den USA, die hießen die Monkees. Das war die Reaktion der Amerikaner auf die englischen Beatles. Und die haben auch einige schöne Songs geschrieben. Ob sie alles selbst gespielt haben, das sei dahingestellt, da gibt es verschiedene Gerüchte. Aber anyway, einer der bekanntesten Songs von den Monkees, der auch von vielen anderen interpretiert worden ist, da brauche ich auch, denke ich mal, den Titel nicht nennen. Das lassen wir drin. Now you know how happy I can be.
Dankeschön. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ja, es gab mal eine Gruppe, die es in dieser Besetzung leider nicht mehr gibt. Vor 2 oder 3 Jahren ist Glenn Frey gestorben. Und wenn ich den Namen erwähne, dann wissen schon einige, wer gemeint ist. Natürlich die Eagles, die wunderschöne Songs geschrieben haben. Und natürlich, denke ich mal, der bekannteste Song, der von den Eagles stammt, das dürfte der folgende sein. Thank you.
Vielen herzlichen Dank. Danke. Ja, natürlich die super Gruppe überhaupt. Jeder kennt sie, das sind die Beatles. Und einer ihrer früheren Songs, auch der dürfte bekannt sein. Und auch da brauche ich nicht groß den Titel ankündigen. Mal schauen. Natürlich in einer etwas abgespeckten Besetzung, aber wir probieren es einfach mal. Das dürfte bekannt sein aus der typischen Flower Power Zeit. Der Interpret ist leider vor, ich glaube, 2 Jahren verstorben. Wenn ich den Namen nenne, kennt jeder, der damals Woodstock miterlebt hat, Scott McKenzie. Wobei, Scott McKenzie ist nicht der Komponist von diesem Song, sondern es war John Phillips von den Mamas and Papas. Aber anyway. For those who come to San Francisco.
Zimmer entdeckt, das war nicht verschlossen, ein wunderschöner Raum und mit einem uralten Klavier. Und das Klavier ist so grauenvoll verstimmt, dass wir gesagt haben, komm, wir machen eine Gaudi und machen einen Song oder vielleicht sogar zwei auf diesem wirklich hundsverstimmten Piano und mal schauen, ob die Nina das dann packt. Wir probieren es einfach mal. Phil Collins Against All Odds. Tut mir leid, Phil. You're the only one who really knew me at all.
space. There's nothing left here to remind me, just the memory of your face. Take a live with me now. There's just an empty space. Gehört, das Klavier ist grauenvoll verstimmt und ich habe gerade schon vorgeschlagen, irgendwie wollen wir wirklich noch einen zweiten Song machen. Der Tenor war eindeutig, das machen wir einfach. Ein wunderschöner Song von den Beatles und ihr könnt jetzt mal hören, wie man den verhunzen kann mit einem verstimmten Klavier. Let it be. Let it be. Whisper words of wisdom, let it be.
Entschuldigung, Paul McCartney. Tut uns sehr leid. Okay, Pause beendet. Auf zum Set. So, nachdem wir jetzt in der Pause dieses Nebenzimmer entdeckt haben und auch dieses wunderschöne alte und auch sehr verstimmte Klavier und nach den beiden Songs, die wir versucht haben, dort zu interpretieren, sind wir zurück am Hauptschauplatz und gehen in die letzte Runde und wir machen ein Stück von Sam Cooke, auch das dürfte bekannt sein, und die Nina wird uns singen. Time I remember all so well.
Dankeschön. Vielen, vielen herzlichen Dank. Thank you.
to move on the other side. You stand up there with your head in the clouds. Don't try to fly, you know you might not come down. Don't try to fly, dear God. You might not come down. Then it's deep. Dankeschön. Vielen, vielen herzlichen Dank. Wir nähern uns dem Ende und es gibt einen Song aus dem Jahr 1967 von den Moody Blues. Justin Hayward war der bekannte und berühmte Komponist. Und natürlich jeder denkt bei diesem Song an Nights in White Satin. Jetzt ist es so, also ins Deutsche übersetzt heißt es ja Nächte in weißem Satin. Im Englischen aber, wenn man vorhin ein K setzt, dann heißt es auch Nights, also phonetisch genau das Gleiche. Und dann sind es natürlich die Ritter in weißem Satin. Und wie wir das verstehen, das wollen wir euch mal zeigen mit diesem letzten Song. Und an der Stelle darf ich mich verabschieden, es sei denn, es wird noch eine Zugabe gewünscht, dann müssen wir einfach mal weiterschauen. Ansonsten hoffen wir, dass es euch ein bisschen gefallen hat, dieses Ersatzgeisterkonzert. Und natürlich hoffen wir alle, dass wir uns bald möglichst wieder mal live irgendwo bei einem Konzert persönlich sehen. Ganz sicher nächstes Jahr auf der Burg, im Innenhof dann. Und schaut einfach mal auf die Webseite von Brand Old, da steht sie, www.brand-old.de, und da sind alle Daten natürlich aktuell, auch mit den aktuellen Einschränkungen, was es sonst noch so gibt. Aber jetzt unsere Fassung von Knights, vorne mit K, Knights in White Satin, Ritter in weißem Satin. Satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I've always missed with his eyes before. Just for the truth is. Defend just
what you wanna be. You'll be in the end, 'cause I love you. Besten zu geben, aber da würde ich mal vorschlagen, dass die Nina das alleine macht. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? 'Cause darling, for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until three. So Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. So Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Dankeschön. Vielen Dank.
Ja, das ist so, aber ich